bereit für einen der beklopptesten Momente der Bundesliga-Geschichte. 58. Minute, Christoph Kramer mit dem Long-Distance-Eigentor. Er hatte keine Gehirnerschütterung an diesem Tag, aber einen echten Blackout. Janschke mit der in Anführungszeichen Vorarbeit. Und dann waren es 45 Meter. Der Sommer weit von seinem Tor, konnte damit natürlich nicht rechnen. Verrückt, verrückt, Dortmund macht die Dinger nicht rein. Und Gladbach dann mit diesem unglaublichen Eigentor. Die Führung für den BVB mit dankenswertester Unterstützung von Weltmeister Christoph Kramer, der von Sebastian Kehl in dessen